taken bets. They circle in, waiting for my final breath, but they won't see me drown. I hoist my sails for the treasure in the sea. The winds that blow behind me take me where I'm supposed to be. I'm raising hell for the ones who don't believe. Their words can't drag me down. When the wind rips the tide, I will sail, reach the other side. Let the storm roll on wild. I was born for this. Throwing punches, trying to knock me off my feet. But I won't bow when their shadows cover me. My course is carved in stone. When the wind rips the tide, I will sail, reach the other side. Let the storm roll on wild. I was born for this. Und somit würde ich auch mal meine Seite ausbegrüßen. Hallöchen, YouTube. Ja, diesmal schon in-game. Ich habe mich mal schon ein bisschen vorgeschlichen als alle anderen. Und wir stechen wieder im See. Ich hoffe, heute wird es wieder genauso abenteuerlustig wie vorher. Wie ihr auch seht, heute wieder mit vollkommener Crew. Die letzten Mal ist leider ein bisschen ausgefallen, weil einige unserer Crewmitglieder leider nicht konnten. Ja, jetzt... Da geht schon der eine. Super Start für den Anfang. Auf jeden Fall, ich lade die Crew ein. Wir sehen uns gleich und... Ja. Bis gleich. Leave her, Johnny, leave her.
Schade. Dann geh unter Deck und putz den Boden. Da kommt auch schon unser erster Kamerad. Der zweite ist auch schon auf dem Weg. Und der dritte kommt auch schon auf dem rechten... auf dem rechten Weg. So. Dadurch, dass wir heute nicht so viel Zeit haben, weil der Crisis Call etwas früher gehen muss als alle anderen, würde ich auch gleich sagen, wie wollt ihr heute vorgehen? Wollen wir zuerst eine Story machen? Wollen wir danach was Kleines machen? Wie sieht's aus? Den schönen Fehler gemacht. Ich habe auch noch nicht euch am Laufen gehabt, beziehungsweise habe euch versehentlich gestummt, als ich die Musik gestummt habe. Ich weiß aber nicht, ab welchem Punkt. Ich weiß aber nicht, ab welchem Punkt ich euch gestummt habe, ob ich schon seit Anfang an euch gestummt habe oder nicht. Hm. Also hier. Ich würde vorschlagen, vielleicht eine offene Mission zu machen, so nach dem Motto, und müssen wir mal gucken, wenn wir das nächste Mal geschafft haben, oder nicht. Also hier sehen Sie schon mal eine Blair, die gerade fleißig ihr Essen schon angelt. Irgendein Trophäenfisch. Gut zu wissen, das ist ein Trophäenfisch. Der zweite, der angelt. Unser werter Admiral Crisis Core. Und wo ist Nummer 3? Der versteckt sich vor mir. Guck mal, ich jetzt Kajüte rein einfach. Der versteckt sich vor mir, sonst komm ich mit dem Schwert so mir. Der humpelnde Rio, wie man ihn kennt, wie man ihn liebt. Yeah. Und er legt sich natürlich schon ins Captain-Bett. Aber ja. Ja, anwerben. Ah ja. Hm? Weiß ich nicht. Spielen wir im offenen Meer? Ja, wir spielen im offenen Meer. Mhm. Anscheinend ja. Wir haben noch nie auf dem offenen Meer gespielt. So, da wir eine offene Mission brauchen, würde ich einfach mal sagen, hier. Ich werd müde. Bitte. Die Mission liegt auf dem Tisch, ich hole den Rest. Alter, Fisch, werd müde! Schatzkarte! Der Fisch verarscht mich doch! Fische verarschen ein Gär. Ich glaube, der Rest ist nur noch mit Fischen beschäftigt. Die machen heute nichts mehr anderes. Ich will diesen einen einzigen verdammten Fisch fangen. Einer! Aber der wird nicht müde. Hör auf! Hast du so viel Energie zu haben? Das gönne ich dir nicht. Du hast doch einen Barsch und keinen Arsch fangen. Der gleiche Arsch. Wait, das geht komisch. Nein! Language. Na, Fisch, komm her. Alter, hör auf, nach meinem Fisch zu harponieren. Das ist mein Fisch. Wenn du mir den Fisch verscheuchst, ne? Das ist mein Fisch. Ja, Fischi. No. Ein Panstiebler. Sonnengelber Trophäenpanstiebler. Stieber.
Ich hab einen Trophäenfisch. Trophäenfisch. Der bringt aber nicht viel. Der wird doch gebraten. Yay, aber nimm die Mission auch an. Hey, Mutti. Mutti. Ich hab Mutti, Mutti. Ja, ich sehe es. Ich bin da. Wer hat hier mir meine Kiste gemobst? Meine Kiste. Moment, das ist Lager. Nein, es ist das, was ich habe, ist Lager. Hast du es jetzt nicht leben oder Lager? Du hast, das Zeug ist, deine Kiste ist schon leer. Meine Kiste schon leer, steht noch dieses Prachtexemplar an. Er ist gelb. So fähig. Fisch. Ein Fisch. Ein Fisch. Ein Fisch. Und weißt du, wie dieser Fisch jetzt landet? Auf dem Grill. Ja. Ins Meer, weil du ein Herz. Nein, hab ich nicht. Ey! 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 Ich wollte kochen. Seine beide Pfannen hier. Nur Fisch braten. Oh Gott, ey. Oh. Der belegt schon wieder die Küche. Ist unser typischer Admiral. Muss ich immer ist ausbreiten. So. Jedes Mal einnehmen. So. What do you need? Good luck out there. Seen any Kraken lately? Der tanzt auch noch von dem Pfann rum. Frech, sowas. Was sind wir denn eigentlich? Perfekten Fisch. Ich hatte gerade schöne Reparaturkosten gehabt. Posten, Dagger, du. Okay. Ich hab's nicht. Ausnahmsweise. Sag mal, wird dein Fisch endlich mal durch? Ich will aufkochen. Ja, frei. Weg da. Er muss Gold haben. Großer Fisch. Das ist wohl der Nachteil, wenn man ein eigenes Schiff mietet. Und was? Man muss die Kosten scheuen. Das ist doch voll der Brummer da in der Pfanne, neben dran sind die Fischchen in der Pfanne. Ja, aber ich hab drei, du hast nur einen. Ja, aber ich hab einen großen Fisch. Der zählt trotzdem nur als einer. Ich lasse ja, aber das wäre dran. Ich lasse euch gerade zu Ende braten, da ich, da ihr sonst hier bald Kokelfisch habt, wenn ich jetzt tauchen würde. Bitte nicht mit meinem Trophäenfisch. Der hat sich verdient. Der hat es verdient, lecker zu sein. Und knusprig. Auf die gute Weise knusprig. Dann muss er sich beeilen. Weil. Er bratet schon so schnell er kann. Ja, das ist fertig. Spiderfisch, Spiderfisch. Meiner ist fertig. Ja, meiner braucht noch. Der wird mir gut schmecken. Ja, meiner mir auch. Nee, der schmeckt nicht. Segler aufs offene Meer. Perfekt gebratener Fisch. Beautiful. Ryu? Ja, ich guck mal. Fisch. Mein Fisch! Ah, danke. Ey! Das war lieb von dir. Ich dachte, hier gibt's einen Ständchen. Fisch geklaut. Ich nehme ein kleines Ständchen. Ständchen, Ständchen, Ständchen. Bitte nicht sterben. Ja. Nur wenn ich meinen Fisch wieder bekomme. Oh mein Gott. Ich will warten, bis der Nuss fertig ist. Dann kann ich das Ständchen machen. Hier, verbrannte Kokosnuss. Steck dir dein Ständchen sonst vorher nicht, ich will meinen Fisch wieder. Hier hast du Kokosnuss. Hier, Kokosnuss. Nee, die will ich nicht. Ich will meinen Fisch. Wie kann ich einen Fisch geben, ohne dass ich ihn esse? Welche Taste ist das jetzt? Rechts. Hast du Controller? Du musst rechtsklick drücken. Mit Controller? Ja. Yippie, mein Fisch! Yippie! Jetzt akzeptiere ich das Ständchen. Jetzt akzeptiere ich es. Okay, Moment. Der ist perfekt gebraten. Und los geht's. Wunderschön. Mein Favorite. Woher wusstest du, dass mein Lieblingssong ist?
That's my jam. Hin? Wo ist meine Katze hin? Ich hatte sie eben noch auf dem Arm. Jetzt ist sie plötzlich weg. Irgendwas brutzelt da. Wo ist mein Fisch? Mein Fisch, genau. Wo ist meine Warum Katze? Warum wurde ich jetzt nach ganz unten geportet? Wo ist meine Katze, Mann? Ich bin jedenfalls Katze. Da hast du sie schon rausgeholt? Ach nee, da hast du ja gerade gesagt. Ja, ich hatte sie ja gerade in der Hand gehabt. Dann so untergetaucht und dann. Katze weg. Schiff geht so. Katze, die Katze so. Fisch geht so. Unfall. Unfall. Ja, jetzt hat sie nur noch 8 Leben. Na, die hat ein Leben dazu gekriegt. Oh. Wir haben. Leben abgemacht. Haben wir nicht ein Leben? Waren sie 7? 7 Leben. 7 Leben tatsächlich? Der hat ein Level abgekriegt. Okay. Einfach Katze ertrinken. Gibt's halt ein Pixel extra Leben. Yippie! Kinder macht das nicht zu Hause nach. Das funktioniert nur für Blair. Das funktioniert nur mit Peanut. Only Peanut. Only meine Peanut. Nein! Mit der Dutchman tauchen, das ist schön. Oh nein, wir haben jetzt. So, Aria mit der Dutchman wäre so wunderschön, aber die Single. Ja. Die ist besser. Trostpreis. Hallo. Hallo. Ich hab doch nur zu viel Glück, wenn ich bin so ein Arsch. Hallöchen. Wir gehen die Maus zum Achter. Da haben wir es aber früh rausgeholt in Anker, oder? Das ist, was am meisten an Küsschen kommt. Weißt du, was wir dir jetzt tun? Nee. Zu den Reifen weg. Ein bisschen näher ran müssen wir noch. Ja. Aber dann mach mal das Segel nochmal nicht so weit. Ich muss den Anker. Übrigens, zum Thema, wenn man die nicht mal begrüßt oder so mit so traurigen Hühn. Du hast mir meinen Fisch geklaut. Die Konsequenz. Ich habe ihn dir gezeigt, nicht gegeben. Du hast mir recht, was du gemacht hast. Ich wollte ihn dir nur zeigen, weil ich extra hingehalten habe. Guck mal, wie wunderschön mein Fisch. Was machst du? Oh, guck mal, wie wunderschön der Fisch. Das ist das mein Fisch. Ach, der Fisch. Er hatte Angst. Er hatte Angst und war verwirrt. Mein armer Fisch. Nehmt euch Proviant. Nach dem Schädeltrauma, das du ihm gegeben hast. Oh Gott, was soll das heißen? Kann man hier über diese mit den Seiten Blätter, die hier sind oder sowas? Ja, okay. Nein. Ich mach den hier einfach. Banone. Lea, guck mal nach oben. Oh. Okay. Oh. Moji. Ich mach's mir nur einfacher. Und balanciere auf den Platz. Das geht nicht. Ich hab auch, dass du das zugriffst.
Das müssen wir ja nicht machen. Mach mal, auch da geht er hoch. Karte ist in dem Missionen-Täschchen. Also. Ah, wo ist jetzt da vorne? Das heißt, ich gucke, ob ich das hier finde. Ich werde hier unten nichts finden. Können wir auch nach oben kommen. Das wusste ich nicht. Gut, dass du mir das sagst, dass wir oben sind. Das ist nicht immer selbstverständlich, das zu wissen. Ja, ist das das hier? Vollkommen falsch. Das ist dann aber ganz schön falllässig. Die Supersprüche kommen wieder. Ich glaube, ach guck mal, wie spät es ist. Wolltest du nicht heute früher? Vielleicht wollte ich auch nur früher Spitzmann. Das überlege ich gerade noch. Wir haben jetzt 20 Minuten gestreamt. Ach, wie die Zeit vergeht. Was eine Anstrengung. Du kannst doch früher Schluss machen, aber ich werde zum Schluss lachen. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann so nicht arbeiten. Wieso kriegst du immer so tolle Vorlagen? Was soll ich machen? Warum muss ich immer jetzt hin? Dem ich Baum sein. Wo ist dieser doofe Baum? Nein. War das gerade ein Mieser oder der Versuch zu Beatboxen? Im Grunde genommen nur ein einfacher Beatboxen. Du Schwein! Ja. Die arme Sau. Ich mach das. Was war das? Witzig aus Boom. Witzig aus sowas von Boom. Das war jetzt bei euch auf der Insel oder muss ich zurück zum Schiff? Nein, das war bei uns auf der Insel. Ich habe einfach nur den Himmel geschossen. Okay. Bei sowas bitte Bescheid geben, weil sonst muss ich das Schiff versuchen zu retten.
weil Spieler. Wir sind auch offene Spieler. Wenn Spieler anfangen zu schießen auf unser Schiff. Also. Also. Ich wollte nur einmal schießen. Weißt du, Blair, Menschen sterben, wenn man es kommt. Damn. Das Dach muss ich. Ich bin verwirrt mit der Karte. Ich glaube, ich habe jetzt einen Anfang. Ich glaube, ich habe gerade was gefunden. Ich glaube, ich habe vielleicht eine gefunden. Ich glaube, es könnte sein, dass ich eine Angriffsweise gefunden habe. Hallo. Hi, Mutti. Ich müsste, wenn ich nicht komplett falsch liege, hier ungefähr. So, ich suche immer noch den kleinen Teich hier. Das ist hier der große hier auf der Karte. Der mit den Steinen umringt, ist aber den kleinen, den ich hier treffe. Zu weit. Also Shin. Der schon wieder Shinigans. Nicht. Dann mache ich halt das Gießen. Okay, noch einmal den Kompass in die Hand nehmen. Bin. Wo bin ich jetzt überhaupt? In der Zeit halt im Süden. Oh, ich sehe eine Stelle, wo man tauchen kann. Also außerhalb der Meer. Also außerhalb der Insel. Da ist ein Fels im Wasser. Ist das, welcher Fels ist das? Ich wünsche, wir könnten noch ein bisschen mehr näher ranzoomen, um mal zu gucken. Wie falsch oder wie richtig man das liegt hier. Da wo ich stehe, eine Etage höher, ist die Schatztruhe irgendwo. Ich guck mal. Also nicht mehr hinterher springen, bitte nicht. Oh Mann, oh. Du darfst immer den ganzen Spaß haben und ich darf nicht mal hinterher. Genau. Ich will nicht unbedingt sterben. Ich bin wirklich am Abgrund. Wo ich sagen muss, ich will nicht verrecken. Ja, eben gerade standest du noch vorm Abgrund. Jetzt bist du schon einen Schritt weiter. Oh, 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 oh! Let's go! Oh, oh! Oh, oh! Der hat den ersten Schatz gefunden. Der am weitesten entfernt ist. Der am weitesten entfernt ist, ja. Das war einer von drei. Was hab ich da gerade getötet? Was hab ich da gerade gewonnen? Scorpion. Wow. Ich hab dich überkommen sehen. Ich wurde gewonshottet, Scorpion. Wenn ich das Schiff hier finde, werde ich glücklich. Einfach zu meinem Namen laufen, Blair, dann bist du eigentlich schon weit. Was ist Ihr Rios-Name? Und Rio hat den Schatz gefunden. Yeah. Ich sehe deinen Namen nicht, Modi. Ah, doch, da hätte ich mich, wenn ich jetzt falsch im Laufe.
übers Ziel hinaus und noch viel weiter. Yippie! Kann ich einfach so ins Wasser springen, ohne zu sterben? Also, es sollte tief genug sein. Yippie, ayere! Und leer an Land, bitte. Vor dem Wasser chillen mit der Truhe. Wie ein wahrer Pirat. Ja, ich habe gemerkt, chilling with my treasure. Der Raum, den ich jetzt verwende, wenn ich jetzt schon irgendwie einen Schritt zurückgehe und jetzt nochmal weiter wegspreche, kriege ich automatisch einen Hall. Aber wenn ich nah dran bin, dann ist das halt schon angenehm in dem Moment für euch. Ich vergesse das nur jedes Mal immer wieder. Ich schätze mal, da muss ich auch irgendwann mal ein Command einbauen. Nicht nur mach was für deinen Rücken, sondern mach mal was für deinen Zuschauer in dem Sinne. Wenn man mich ordentlich nach dem Mikrofon aussetzt. Ich habe sowieso vor, gerade auf der Akademie, wahrscheinlich meinen komplett ausmisten. Der ist nämlich so ein Raum, im Grunde genommen, der ist. Der ist wirklich besonders gut. Aber ich habe halt Schaumstoffisolation und ähnliches und würde dann mal gucken, ob ich da vielleicht meinen PC reintue. Dann habe ich einen kompletten Streaming-Raum. Der ist halt wirklich sehr, sehr klein. Vor allen Dingen, der ist in Notfall, also relativ kühl im Sommer. Streaming-Raum? Ja, ich muss nur ein bisschen mal darauf achten, der wird halt wirklich extrem stark ausgepolstert sein. Das heißt also, es kann sein, dass ich Motion Sickness davon bekomme. Dass ich jetzt zu lange in den Raum bin und ich höre mal ein eigenes Echo. Super. Ja. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich den Strom schaffe. Du musst mich zu mir schlafen. Wo? Ich war noch oben, naja. Oh, da. Hi. Mit Salto! Rio? Das brennt. Oh. Der wurde kalt. Rio, der? Der Crisis ist ja schon vorgemacht hatte und ich. Ihr könnt jetzt an der Harpune balancieren. Mhm. Könnte ich. Muss ich mir jetzt fragen. Sogar rückwärts balancieren. Aus wie so ein Tony Hawk. Dreht von meiner Sicht aus. Oder hier. Ich habe den Sprung von dir gesehen. Ich habe 50 Grad. Der Wurfmesser hat er auch schon gesehen, genau. Siehst du auf mich? Ich dachte, wir waren ganz besonders am Laufen. Und siehst du auf mich? du bist halt einfach zum Schießen. Sagt sie und wirft mich ab. Abwerfend. Ein richtiges Schießblasen. Einfach nein. Diese Big No-No. Oh Gott, ey. Ich schäme mich gerade für den Spruch. Ja, so hat's mit Jochen gefangen. Habt ihr alle Schätze? Alles in die Kette. Alle drei? Also zwei Kisten. Nur zwei. Okay. Die dritte war noch gar nicht klar. Okay, weil wir heute die dritte weg. Ja, das ist doch gut. Den geht gut. Es sei denn, den geht es auch. Der hat eine Katze paniert. Ist sie sauer.
deine Kerze in Ruhe. Wollt ihr was sehen, was Hübsches, wenn es funktioniert? Nee, 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 das sind unsere. Das sind unsere. Doppelläufiger Geralt. Geralt hinter euch. Hack drauf, Cameron. Wer bist du? Ross Hopgood. Der gute Ross Hopgood. Alles gut, Peanut, alles gut. Das ist doch nur der Geralt. Heißt und der Cameron und. Leute, und der Ross. Setz die Säge, wir müssen los da vorne, ist ein Schiff. Säge gesetzt, Captain. Such den nächsten Außenposten, wir müssen da. Captain! Ich bin alles geplant. Ja, der, guck mal auf unserer linken Seite, da ist das Schiff und da ist der Außenposten. Guck, geh. Den Dünnesäge nach links drehen, bitte. Schiff. Sehr schön. Nicht, aber... Okay. Einer muss den Anker machen. Einer müsste den Anker machen. Der ist doch schon längst weg. Hallo. Der ist doch schon längst geflüchtet. Der wollte mir doch nichts mehr zu tun haben. Ja, ja, deswegen habe ich auch mit so, jeder schnappt sich einen Schatz. Yay. Kann ich auch dich schnappen, Moji? Aber Moji ist kein einfacher Schatz. Den kannst du gar nicht tragen. Weißt du's? Komm her, Sherry. Moji, Sherry. Hey, ich hab doch gesagt, ich will drauf balancieren. Was macht ihr? Oh, du schlaft einfach durch. Wie, was hast du denn, Danny? Das ist das, was ich euch... Das ist das, was ich euch gerne präsentieren möchte.
Habt ihr alles verkauft? Ja. Dann. Meine Seele noch nicht. An die es noch nicht gemacht haben. Okay. Oh mein Gott, du hast Fähigpunkte! Du hast Fähigpunkte! Also Blair, du hast ja echt stark. Echt muskulierte Oberarme. Ja, ne? Extra trainiert, dass ich dich treffen kann. Oh. Wir müssen nochmal Unterricht machen, was Fischpunkte sind und was Fehlfischpunkte sind. So, wenn wir ich meine. Naja, so wie manche Fischs aussehen. Wir werden zu dieser Insel hintauchen. Lass uns einfach den Tauchprozess. Was machst du? Früher hat meine Katze. Der Katze ist im Urlaub. Ich koche den echt. Das hat jetzt nicht mit. Ich wünsche, ich wäre kein Huhn. Einfach unendlich leben irgendwann durch die ganzen Tauchgänge. What the fuck? Ja, Blair. Scheiße, das hätte es auch noch nicht mehr. Ja. Natürlich hat er noch einen Schnurrbär. Was ein Schnurrbär. Nein. Wo ist mein Baby? Wo ist mein Erdnüsschen? Da ist mein Erdnüsschen. Hallo Baby. Oh, yo Baby. Baby weg. Baby steht vor mir. Baby geht's gut. Baby hat Männchen gemacht. Das war ein Hilfeschrei. Gib mir Leckerli. Warte mich. What? Berate mich. Sie will eine Versicherung angeboten bekommen. Hä, was ist denn das jetzt? Kein Wasser, dann direkt wieder Wasser und. Kann mich nicht bewegen. Ich kann mich um. Also, ich war jetzt erst über Wasser und dann war es über Wasser. Nachdem wir unter Wasser gegangen sind. Das Schiff konnte sich nicht ganz entscheiden. Kannst du hier aufs Anker setzen? Thank you.
einfach bekommen. Die Feuerwehrtour. Wibu, wibu. Gute Feuerwehrtour. Fable. Wo kommst du so an die Kühe, ganz zum Kuh dran? Warte mal mit meinem Backen, ich will auch gleich drüben holen. Ich hab gar keine Truhe mehr. Oh, ich bin da eingeliefert. Eine Truhe. Jetzt muss man drehen, dass wir mit dem Harpune rankommen. Kleine Schlüppchen hier hatte auch eine Harpune, wenn ich mich nicht irre. Ja, da bin ich jetzt klar, aber die geht nicht weit genug. Dann ankert das Schiff, also ankert das Bötchen und nutzt das als Harpune. Oh, ja, ich bin schon hingesprungen. Ich bin auch gerade von dem Schiff hier runtergesprungen. Ist da noch was Interessantes? Feuerwerk hier. Antiker Kelch, hasserfüllter Schädel und wahrscheinlich noch ein Schädel. Also, wo fährst du hin? Gut, dass wir drehen. Hast du mich einfach abgeschleppt hier, Moji? Kann man hier auch wieder was verkaufen? Ja, kann man. Muss ich nur gucken, wo Wasser ist. Was ist denn eigentlich jetzt? Ozeanplünderer Feuerwerkskiste. Gib mir mal hier. Da ist Feuerwerk drin. Kannst du mir die Harpune ausfahren? Wohin? Hier. Ah, okay. Die ganze Zeit rum und lass sie schon weg. Ah, da ist sie. Schon fleißig am Verkaufen. Action! Du bist schon da, wo wir hin müssen. Wir müssen heute zu den Orden, Lady. Ja, komm zu mir, ich geh die Puppe. Ja. Hast du leer.
wir hier Fässer öffnen und so. Die Mission wurde gestartet. Du warst doch gerade bei mir auf dem Boot. Bin ich immer noch. Ja, wir müssen noch die Truhe lernen. Ich kann nichts mehr nehmen. Ja, hier ist doch ein Tor. Hier ist doch eine Kiste in dem Boot. Leute. Leute, ja? Immer noch. Die Mission startet schon. Ja, wir sind doch hier die ganze Zeit dabei routen. Ja, die ist aber schon automatisch gestartet, weil halt schon einige da waren. Wollen wir jetzt gerade schnell zurück? Wie startet ihr die Mission, wenn nicht alle da sind? Das möchte ich jetzt gar nicht. Die ist automatisch. Was? Ich glaube. Alter, jetzt schwimm doch nicht ohne mich weg! Du warst doch eben drauf! Ich bin runtergefallen! Weißt du, ich falle gerade runter und genau im Moment geht's los. Was ist schon. Oh, sorry. Sagen wir mal so, Wippertz und Uwe, die spielen auch gerade auf dem See. Und ich bin gerade gefragt worden, ob wir den Dreimaster haben. Wir sind auf dem Plunder Außenposten. Das ist unwahrscheinlich, dass die auf uns stoßen. Oh. Ich bin natürlich die Erste, die getargetet wird. Want to smash some skeletons? Oh, was gemeint von mir? Das ist frech. Gemein, wenn die uns irgendwo sehen, wo ich die erste, die drauf geht. Rio, wir machen das einfach so. Wir wählen nochmal die Mission ab und machen nochmal neu, damit ihr auch dies nochmal mitkriegt. Dann machen wir das so, dass wir unser Ruderboot hier wieder einpacken. Auch trotzdem bin, das ist abwählt mit mir. Das sind mindestens drei Leute. Hierher und hier. Einmal den Haken setzen. Das heißt, hier an das Buch gehen. Nee, nicht daran, ich will kein PvP spielen. Oh Gott. Rum. Oh mein Gott. Gehen wir von aus, wenn ich jetzt wieder dieselbe Farbe kann ich hochziehen? Das, ja, das kannst du mit R-Taste drücken und jetzt wieder anwählen. Mit. Ja? Nein. Ich sag euch nicht, wo wir sind, nur damit ihr mich ja angetragen habt. David, der weiß das. Uwe, das. Uwe, zu meiner Verteidigung, ich weiß, dass er mich nicht hört, aber es ist unwahrscheinlich. Er wird uns nicht antreffen. Sind wohl nicht mit denen zusammen auf einen Server. Das ist eine das ist sehr beruhigend. Da muss ich mich nicht Angst haben, dass ich dann direkt abgemurkst werde. Ich habe schon zum dritten Mal gesagt, dass es nicht der Fall sein wird. Sicher. Meinst du, den haben wir auf uns? Ja, das ist unwahrscheinlich, aber nicht gleich Zero. Also. Es ist zu ziemlich nicht möglich, dass du auf einen Server joinst. Es ist wirklich nur eine Milliprozent, dass du mal mit denselben Leuten auf dem Server joinst.
Andere Sache. Annehmen. Jetzt. Hier. Punkt. Komm. Hierher. Annehmen. Und jetzt alle mitkommen. Alle. Tut mir leid, aber... War mir klar. Ah, ja. Ray, enter and take respite. I am Madame Olivia of the Order of Souls, and your arrival was foretold to me. As was your quest to seek out and destroy the abomination once known as Briggsy. As you may know, the Order offers bounties for the skulls of those undead wretches that roam the Sea of Thieves. Yet even I am not permitted to send pirates in pursuit of a skeleton lord, for that would be sending them to oblivion. In life, Briggsy was a flamboyant adventurer who thrived on danger and excitement. How could she not seek out the fabled shores of gold? Consumed by evil's thrall, and is a fearsome foe to all she encounters. And yet, if the whispers on the wind are true, you have already claimed the Shroud Breaker. Perhaps there is a chance you might prevail. Very well. These papers hold fragments of memories from those who pledge allegiance to the Skeleton Lord. If you can decipher them, relics of Briggsy's life. Bring all that you find to me, and I will shine a light into the darkness that awaits you. Go now. I must prepare the ritual ready for your return. Server ist eigentlich das falsche Wort, eher Instanzen. Instanzen in dem Sinne, aber ja. Und es wird extra so gemacht, nicht, dass man da nicht alle zusammen ist. Kann aber nicht irgendwelche Riesen und Glocken. So. Kopfgeldjäger. Dieses Buch wird euch zu zwei uralten Relikten führen, die Briggsy gehören. Besiege die Hüter der Relikte und bring sie zu mir. 22 Uhr? Madame Olivia. Also, auf jeden Fall ist ihr Fies anscheinend. Auf diesen Seiten werde ich für die jüngsten Mitglieder des Ortes darstellen, wie man die Erinnerung aus Kopf erzählen wird, am besten niederschreiben. Ich kann ja die Erinnerung selbst nicht von uns sein, aber es ist wichtig, dass wir nicht. Ja.
Erdbeersoße. Erdbeersoße. Ancient. Und was für eine Art Schlüssel reden wir überhaupt? Also das, was in dem Buch abgebildet war. Die Insel in der Form. Ah, da stand aber was von den Ancient Isles. Im nordöstlichen Ancient Isles sind wir unterordnet. Die Ancient Isles sind eine uralte Insel. Weil hier sind nämlich die Ancient Isles. Nein, das ist ja. Da sind wir ja gerade. Außenpost auseinander. Booty-Eye. Ja, wo sind denn die Ancient Eyes? Das Schiff ist jetzt beim Außenposten Plunder, das ist es aber nicht. Das ist ein Teil der Ancient Eyes. Achso, das ist ein Teil der Ancient Eyes. Ja, genau. Die Hans-Insel-Gruppe hier ist die Insel 1. Wir sind im Nordosten. Warte mal. Du steckst du was, ne? Das ist ein Schatz, wo du auch aus Nord. Guck mal weiter. Ja. Actually fahren wir gerade nur Safety im Kreis. Wie blätter ich in die Buch weiter? Das ist B und Q, glaube ich. Genau. Das Ding ist, ich habe hier zwei Schiffe im Visier. Mein Schatz, sucht ihn doch. Irgendwo in den nordöstlichen Angel Isles ist er versteckt. Wo begann das große Piraten? Ich weiß, was das ist. Ach du Scheiße, nein. Wohin müssen? Nein, was dieses Schiff da hinten ist. Die rote Flagge, die auf dem Schiff, das ist jemand, der sich gerne prügeln möchte. Also heißt ausweichen und sehr viel Abstand von solchen Schiffen. Die wollen euch senken, die wollen verderben. Oh, Schatz, ich such dir mal. Ja, das ist falsch, im Nordosten drin, Zweite. Das ist der Beste. Ober? Ja, ich hab gerade gedacht. Mensch, Nord. Komm auf meine Seite, das ist einfacher. Darf ich mal kurz? Versteckt.
haltet bitte kurz Ausschau nach Barnik da. Wir müssen nach da. Ihr müsst euch das Bild anschauen. Wir werden nach so komischen Dings vor allem gesucht. Nach dem Rotzteil, was auch immer die Werte für die Sitzung gemacht hat. Yep. Ja, andere Sache, ich brauch den Kurs. Nord-Ost-Ost. Dann nachgespielt. Leberwort. Leberwort. Ah! Also Ostmond. Ostmond 20 Grad ungefähr. Also Nord-Ost hat gefehlt. Ja, aber nicht genau Nord-Ost. Ein bisschen Nord. Du musst die Insel vor dir dann aber am besten rechts haben. Rio und mich. Drei, die das Schiff sozusagen steuern können. Nächste Rad nach rechts, fährt Schiff nach rechts. Nächste Rad nach links, fährt links. Schiff so, Insel so und fahren. Genau. Apropos wie heißt das? Schiff fahren. Wollt ihr fahren? Wer will fahren? Also Schäden. Energisch.
reicht. Rennt, wenn ihr nicht kämpfen wollt. Wo soll ich denn hinrennen? Wieder aufs Schiff. Hallo. Wow. Kurz vom Ziel abgeschmiert. So. Die Erinnerung von Blackheart Bill. Die nächste Insel, wo wir hin müssen. Wir segeln mit einer ganz besonderen Tour in den südlichen Ancient Isles. Wir suchen nach einer Insel, sie dort zu vergraben, suchen nach einer großen, wo wir sie verstecken können. Dann finden wir sie. Wir nehmen uns die Truhe und wir rudern's. Rudern's hart, bis das Knirschen ist da für uns. Wir finden einen Ort, den die Truhe zu vergraben. Mich geschickt mit anderen. Mich festgehalten mit Schauerskelett Golden Tooth. Der es mag, den armen Bild zu schikanieren. In Reih und Glied, wir laufen's wie Gänse. Armer Bild den ganzen Weg schikaniert. Au, noch ein Stein auf den alten Bild. Endlich finden's Ort, wo wir zu vergraben. Ein kleines Löschlein.
kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Scheint schon mal, es wurde schon markiert. Wow. Okay. Ja, ein Bus mit. Nordwest. Ja, Westen als Norden, aber auch nicht viel Westen. Hallo, Holzauto. Wolke durch und das ist die, die gerade vor uns ist. Und da ist ein Spielerschiff, ein Eimaster, der eine besondere Tour bei sich hat. Der wird aggressiv werden, wenn wir denen in die Quere kommen. Warum ist unten Wasser? Lea, hast du das Katzentor nicht gereinigt? Ja. Man muss das sauber machen? Geräucherte auf der linken Seite. Die Güterwolke nicht mehr. Nee, guck da aufs Meer, dieses Nebel. Ja, genau. Da müssen wir einmal durchfahren. Ja. Den bitte in Ruhe lassen, der Schnittertour, die Bilder weg. Kann das nicht gut enden für uns. Fahr noch mal ein Stückchen mehr nach Norden, aber auch nicht viel. Reicht? Thank you.
Achso, ja, das ist normal. Das ist nicht so ganz normal, dass es so, so stark ist, aber an sich ist man gut. An sich, ja. Momentan, ich bin momentan ein bisschen sehr kränkel, deswegen ist es halt ein bisschen heftiger. Und diese extremen Kettenraucher, heute. Ja, ne? Diese nicht rauchenden Kettenraucher. Richtig übel, die. Ich glaube, wir haben einen Fehler. Was denn? Wir sind genau da auf einer Seite. Wer? Katze? Wo ist meine Katze? Peanut! Ist mitgelaufen. Peanut! Ja, Peanut. Wir müssen nach Süden. Wir müssen nach Tief saven. Oh je. Komm mal wieder aufs Schiff drauf. Wo ist meine Katze hin? Die sehe ich ja nicht mehr. So nett kann. Zur Not gibt es ja einen. Ja, das Ding ist, sie hat gefaucht und dann war sie weg. Und scheiße, das war eine Liebe. Ey! Ey! Weg von meiner Katze! Hör auf! Geh weg! Essen ist so lecker! Der wollte meine Katze kochen! Guten Abend, Bi. In der Nippe der Welt?
Blair hat Blair sich, ey. Scusi! Ach. Jetzt ein Signal oder was? Und siehst du den damit? Das ist ein Almaster. Dann kann ich nicht an die Kanonenkiste. Ja, was denkst du, siehst du gerade mit dem Leuchtfeuer? Ich will nur wissen, ich will dir nur weiß machen, dass man sie gesehen hat. Ein Master, 6 Uhr. Ich hab sie schon gesehen. Thank you.
kann dies helfen. Eigentlich schon interessant, wenn man so drüber nachdenkt, dass die Leute damals mit dieser sehr primitiven Technik solche komplexen Mechaniken hier bauen konnten. Valheim sagt mir nichts. Ist quasi auch ein Survival-Game ein bisschen. Ach, das Spiel. Okay, doch, jetzt weiß ich, was das ist. Allerdings halt auf der Gegnerbasis passiert, wenn man auf den Schiffen und ähnlichem halt rumreist. Im Land der Götter gelandet ist quasi. Der Wind ist ja schon wieder gedreht. Ich bin da noch drin heute. Leersäge bitte mal nach rechts. Leersäge, ja. Achso. Stehen wir und warten. Ist das dann so gut, dass wir hier jetzt aussteigen? Das ist unsere Insel, das ist das Ding. Ja, nicht, dass die natürlich uns angreifen, deswegen. Das Ding ist auch. Sehen eine rote Flagge auf jeden Fall. Ja, wir haben aber nur noch eine halbe Stunde, wenn du den 22 hier ausmachst. Wenn die 10 Minuten länger dauert, hätte ich auch nicht. Doch, Wippert, der macht Ich wollte auch nicht lange machen, deswegen.
Danke. Moment. Könnt noch ein bisschen fahren. Sie-Safen, ja, passt. Macht ihr das mal, ich brauche von der Schiff im Auge. Ich weiß nämlich, wo die Stelle ist. Ich mach das mal schnell mit dem Kistchen. Ja, die wollen kämpfen. Haut ab. Die kommen sofort, Vollgas. Danke, Heizin. Direkt auf 6000 geht. Pass ein bisschen auf den Wind auf, dass wir voll mitstehen bleiben. Ja, wir regnen schon mal rum. Da müssen wir uns jetzt mal ganz weiter an allen lassen. Nicht zum Außenposten hinfahren, die verfolgen euch. Yes, ich sehe gar nichts. Ich muss mit dem Navigieren klappen. Ich fahre jetzt gerade nur mit dem Weg. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst.
keine Richtung. Ich habe auch keine Richtung, ich fahre einfach nur weg. Dann fahr einfach mal Richtung Nordwesten. Geh einfach mal mit dem Wind, dass du schnell bleibst. Die Truhe ist auf Hiefselben, ich komm zurück. Die Frage ist, dass das genau zum Außenposten ist, obwohl die ja nicht hinmischen mit uns. Ja, mit dem Außenposten vorbei. Aber das wird halt nicht leer jetzt draußen. Müssen wir es mal ein anderes Mal versuchen. Weil jetzt mit dieser Kameradensau ist es sehr unpraktisch, das zu machen. Anderen Mal noch mal wiederholen. Ah. Ja. Sieh ihr wieder. Ja, kriegt nicht wirklich, weil wir so oder so. Ich kann hier weiter. PvP-Spieler. Kann man überhaupt springen? Kann man. Ich hab grad so gedacht, hä, warum ist hier Wasser im Keller? Aber nee, das ist offen. Nee, wie ist hier Wasser im Keller? Wir haben den Wind von der Seite geholt. Mein Fisch ist weg. Ich würde sagen, dass meine Sachen hier irgendwo gelagert werden, die ich schon verliere. Nein. Nein, mein Fisch! Rausgeflogen ist rausgeflogen. Oh, mein Fisch! Der Scheiß-Skelette!
kümmert euch um das Schiff. Ich warte auf der Insel auf die und schießt die von der Insel ab. Mermaid, verpiss dich. Wir wollen wieder von der Seite aus nicht näher ranzukommen. Du bügelst nicht die Edgemänner, sonst hätte die ihre scheiß Frontalkanonen. Das Kind ist die Dutchman, aber ich hab halt nicht diese Fähigkeiten. Das meine ich ja, die Tauen gibt sich hier im Spiel. Ich glaube, das wäre ein bisschen unfair. Oh ja. Oder einen Kraken zu Hilfe rufen. Was wohnt die? Und die macht jetzt Assassinen-Technik. Was wohnt die? Die Insel da schießt auf die. Soll das so sein, dass Moji noch auf der Insel ist? Das ist überhaupt zu? Nein, ich verstehe es nicht. Ich bin schon verwirrt gerade. Es ist gewollt. Du schießt auf die Gegner gleich. Ach so. Warum fahren wir weg? Ich bin total verwirrt. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich bin eh erst wiedergekommen. Weil wir vor den Gegnern wegfahren und weglaufen. Can you please stop here following my crew? So. Wo leuchtet was? Wo du letztens im Wasser bist? Ah. Oh mein Gott. Ich habe nicht geschafft. Tiefsee tauchen, ne? Nicht normal. Ryo, lad mal die Kanonen, die kommen näher. Ja, ich bin gerade in der Nähe, ne? Nein, ich bin schon da. Mutti hat ja schon in der Hände Kanonen etwas geladen. Ja, so genau, okay. Gut, dann aber eben mit Hammer ausrüsten. Geht jeder manchmal Kanonen tun. Rechts hab's hinten. Ich hab's leider nicht geschafft, weil links, ich runtergefallen bin. Nee, links hinten. 5 Uhr. 5 Uhr. Ja, aber dadurch, dass sie immer wieder schräg fahren, verlieren die den Aufschwung und versuchen dann damit schneller zu werden. Wo sind denn jetzt hin? Wir sind gleich am Rand der Karte, genau. Fahrt nach links. Weil wenn wir außerhalb der Karte fahren, dann hatten wir einen Aufschwung. Die uns sogar aufholen. Das ist deren Ziel gewesen, dass wir uns ans Ende der Karte segeln,
um dann uns abzukappen. Links Feuer bereit machen, die werden links da noch kommen. Ja. Hm? Überforderung. Einfach Segel nach rechts drehen. Hallo. Damit Otter werden wir den Topf dran gleich. Ja, wir sind genau auf deiner Seite von der Insel. Entgegenzuschwimmen. Ja, du bist hier genau in die gegenseitige Richtung, das ist einfach weiter. Aber einfach ein Wind hier. Gut, das haben die aber auch. Jetzt kommt es drauf an, wer von uns beide kann besser gegen den Wind kreuzen. Wende mal kurz die Seele auf der anderen Seite. Wir müssen jetzt kreuzen, jetzt haben wir keine andere Seite, wenn wir fahren. Jetzt müssen wir immer wieder die Segel hin und her wechseln. Ja, sag ich ja, deswegen Segel mal kurz wechseln. Nee, jetzt passt ja, lass dich so. Wir werden gleich wieder nach links drehen, dann müssen wir wechseln. Ich wollte ja gerade nach links drehen, bitte. Wir fahren jetzt genau nach Süden, so haben wir keine Map. Die Map ist im Westen. Halt immer vom Westen fern, dann passt um. Eben noch viel näher bei uns, gehen jetzt doch weg. Sie haben die Botschafterflagge aktiviert. Nicht die Botschaft, die Allianzflagge. Was sie machen? Oder wie? Ich gehe mal. Und ja, ich glaube, jetzt sind die wirklich ab. Ja, hast du doch gesagt. Ja, jetzt gehen die wirklich ab. Jetzt kriegen die nicht mehr. Die haben keinen Bock mehr auf uns. Wahrscheinlich, es hat ihnen zu lange gedauert einfach. Hi. Obwohl, ihr habt das gemacht, was jeder Respektabel hat. Machen würde. Das Schiff zuerst verlassen, wenn es um die Frage geht. Nee, nicht deswegen. Ich wollte eigentlich, hätten die jetzt uns weiter noch verfolgt, wäre ich heimlich zu denen, also entgegengeschwommen, um auf deren Schiff zu klettern. Aber dadurch, dass sie die ganze Zeit so weit weg waren, konnte ich das nicht. Ich schalte mal weiter, ich bin hoch, ich drehe nichts. Ich glaube trotzdem irgendwo ein Ziel jetzt geben, wo ich hinsteuere, sonst sehe ich einfach nur ins Lund. Dann wer? Guck auf der Karte, wo er hin soll. Leider würde ich sagen, lohnt sich das nicht, weil nach dieser Mission hätten wir noch kämpfen müssen. Und das ist halt ja, das. Ich meine jetzt im Sinne von Außenposten. Und dann abgehen. Und wo wollen die denn hin? Außenposten.
ist schon markiert. Das ist. Das hilft mir trotzdem von hier oben. Das habe ich keine Möglichkeit. Ich weiß noch nicht, wie ich was sagen soll. Rechts irgendwo, I don't know. Ja. Leer. Leer? Ich bin komplett überfordert. Oben rechts auf der Karte ist eine Kompass. Wir müssen mal gucken, welche Himmelsrichtung wir steuern sollen. Nicht oben, unten rechts. Warte, geh mal raus aus der Karte. Einfach nach Osten. Norden ist oben, Westen ist gegen Seifer Wasser. Wow. Nicht ohne Seifer Wasser. Typisches Sprichwort. Ja, ich habe weiter links nicht gesehen. Ich wusste nicht, wie ich lenken kann. Okay. Sie hat ja gesagt links. Das ist gut. Das muss ich gut merken. Ja, die nehmen wir. Leider ohne Beute so wirklich außer Abkommen. Du hast den Kampf überlebt. Ja. Den Anführungszeichen. Eher dann nach Süd. Ich würde eher Koordinaten. Nein. Ich wollte die Küste dort vom Land hin angeln. Ach so. Vom Land angeln. Oh. Im eben ganze Insel mit. Genau. Auf unserer Gästin ist ein versunkenes Schiff. Thank you.
ein bisschen mehr Richtung, so jetzt genau Richtung Osten. Ja. Und dann kannst du eigentlich geradeaus fahren. Wie gesagt, jetzt kannst du eigentlich geradeaus fahren. Stelle, wo wir am Anfang stecken. So, jetzt kannst du wieder ein bisschen nach rechts. Genau vor uns ist jetzt der Außenposten. Die Innenposten. Sag mir Bescheid, wenn ich den Anker runterlassen kann. Ich bin Anker beauftragt. Mach die Musik leiser, ich seh dich nicht. Jetzt der Anker. Jo. Jetzt kannst du Anker setzen. Ankerfeld. Ihr könnt die Kiste hier verkaufen. Ob der Schlüssel funktioniert, weiß ich leider nicht. Damn, wird die Glühe ganz schnell los. Das ist doch barbarisch. Wie macht denn sowas? Ich hab frische Gesämpfe noch hier. Ja, die bleibt auch die da. Die ist überall. Oh, ich hab die danach, was sorry, was. Nö, man kann ja nochmal spielen, theoretisch. Ich hab eine oder zwei von denen wollten wir nochmal machen, um nochmal alles haben. Das war ja eine, die mit dem Dorf. Da sind wir immer nur durchgerannt, von wegen, okay, scheiße, auf die Lachen, die da noch nicht drin. Ich brauche was anderes.
Bei dem Dorf haben wir nicht alles geholt, weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten. Was? Beim Atmen. Wenn ich mal den Aufatmen und die Seiten lasse. Oh. Ich bin von diesen Seiten geblasen, ich schon ein bisschen Kinder trinken sollen. Oh. Man kann nie genug davon trinken. Darauf erstmal 0 Punkte. Irgendwas gratis? Ja. Ich würde sagen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Jo. Wenn, komm. Eine Pina hat abgeschossen. Der Captain hat sich gerade weggeschossen. Ja, das sind doch nur. Pina hat sich sowieso weiterentwickelt zum Walnuss. Ja, das sind doch nur Peanuts. Ich hau dich gleich. Ja. Pina hat Gnade und Feuer. Ey, komm mal, Katze. Mama! Was schießt du mit der Katze da rum? Schieß meine Katze noch drum, was soll ich Mist? Weil du es geraten und du. Wo ist mein Baby? Ich weiß gar noch was du machst. Ich hab Nerven noch bekommen. Oh, Baby. Oh, armes Baby. Einfach abgeschossen worden von dem. Von dem doofen Onkel da. Ja, ja. Armes Baby. Armes Baby. Ich hätte nur nüchtern zu werden. Vielleicht will man ja nicht nüchtern werden. Ein bisschen über den ganzen Krug rum. Nach dem Segeln. Und das aus meiner guten Schädeltasse. Aber nur denn. Geht, wenn man noch mehr trinkt. Oh, ich bin jetzt plötzlich im Keller. Warum ist im Keller so viel Wasser? Oh je. Aber nun denn, ich würde von meiner Seite aus meine Aufnahme beenden und adieu sagen. War eine Freude, auch wenn es wirklich chaotisch heute war und wir eigentlich wahrscheinlich nur am Anfang was erreicht hatte, aber ja. Yay. Sorry. Auf ein neues beim nächsten Mal. Man hört sich. Bye bye. Bye bye.